Also, bevor ich mit der Anrufung des Schläfers beginne, werde ich vorher noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Bevor es nämlich dann in Level 3 geht. Das ist zum nächsten Morgen schlafen. Ich brauche nämlich Tageslicht für das, was ich jetzt noch vorhab. Ich habe natürlich auch noch ein paar Stärkepunkte, die ich einlösen kann. Erstmal. Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Ich Feuerball Zauber habe. Ein 30 Mana, wie viel Mana habe ich denn? 10. Ja, da seht ihr es natürlich auch. Ich habe wirklich nur 10 Mana. Für den Feuerball brauche ich mehr. Lass mich vorbei. Oh, hinten scheint noch die Fackel zu liegen. Die brennt aber ganz schön lange. Dann nehme ich die erstmal nochmal mit.
Was machst du denn hier? Hab nicht oft Besuch hier oben. War eine gute Leistung von dir, mein Versteck zu finden. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager, hatte Ärger mit Gomez Leuten. Ist aber schon eine Weile her. Schätze, jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Im alten Lager rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager, hatte Ärger mit Gomez Leuten. Ist aber schon eine Weile her. Schätze, jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Im alten Lager rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. Steck die Waffe weg. Da hast du noch mal Glück gehabt. So, jetzt bevor meiner wieder abstürzt hier, erstmal speichern. Finger weg, dir zeig ich's. Behalt deine Drecksgriffel bei dir. So, jetzt nochmal einmal speichern. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ne? Beim nächsten Mal bringe ich dich um. Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich etwas Erz behalte. Doch, komm, steh auf. Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Ist wohl besser, wenn ich wieder umdrehe. Schade. Hätte dein Erz gerne verwahrt. Schon gut, schon gut. So, ganz wichtig, die Leute hier einmal. Oh, verdammt.
Hierfür brauche ich das Zwergenschwert. Ja. Und er hat sich mein ganzes Erz erstmal unter den Nagel gerissen, dieser Sack. Aber hier gucken wir uns Apfel, Brocken, Bolzen und noch eine Armbrust. Wo ist der andere Snapper?
So, bevor ich jetzt da in dieses, ja, sie gehen genau einmal speichern. Vier Stück. Vier Snapper. Also die sind schon ganz schön stark. Oh nee. Bisschen Schwein gehabt jetzt. So. Snapper erledigt, eine weitere Stufe aufgestiegen. Also kann ich mir jetzt das kleine Gebiet dahinter mal angucken.
vorne sind unoptimal war. Also, zurück. Da habt ihr jetzt keine Chance gegen. Zumindest noch nicht. Ich bin jetzt aber sowieso erstmal bei Cavaloren hier. Da kann ich erstmal meine Geschicklichkeit um ein paar Stufen steigern. Für Gomez. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Verdammt, doch nicht. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Nee, doch nicht. Mach ich doch nicht. Ah? Für Gomez. Zeig mir deine Ware. Jetzt haben wir noch 20 Lernpunkte. Bogeneinhänder. Ich sollte jetzt erstmal meine Fähigkeiten, was den Einhänder angeht, trainieren. Für Gomez. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Komm bald wieder.
Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. Für Gomez. Kannst du mich trainieren? Ich kann dir zeigen, wie du deine Geschicklichkeit und deine Stärke verbesserst. Für Gomez, war die beste Entscheidung von dir, zu uns zu kommen. Erstmal abmachen. Lass mich... Immer wieder diese... Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen, das ist eben... Für Gomez. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. Du gehörst jetzt zu uns. Gute Arbeit. Die Garde braucht Männer wie dich. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Hey, du. Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Nö, wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Lass uns lieber über was anderes reden. Kann schon sein. Besonders schlau. Manche lernen eben. Jetzt geht's nämlich auf zur Aufrufung des oder zur ja, Anrufung des Schläfers. Wieder ein Sumpflager. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Das macht was. Ich höre nicht mehr. Das ist wirklich nicht mein Problem. Immer wieder dieselbe Leier. Man darf auch nicht alles glauben.
früher wäre. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? So, jetzt einmal schlafen bis zum nächsten Abend und dann kann ich zu der Aufrufung des Schläfers. Obwohl, nee, ich muss ja bis Mitternacht. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten.
Was willst du? Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Gib mir die Spruchrollen. Setze diese Zauber hier mit Bedacht ein. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst eine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Erstmal nach dem Ring gucken. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Ach klar, dass es Ärger gibt. War nicht besonders schlau. Alles glauben, was man hört. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Immer wieder dieselbe Leier. In der Geschichte muss doch wohl was dran. Ach klar, dass es Ärger gibt. War nicht besonders schlau. Lass mal abwarten. Wird nicht zu heiß gewesen, wie es gekocht hat. Lass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das kann schon sein. Gequatscht wird viel. Ich dachte, das wäre schon lange gewesen. Solange ich damit nichts zu tun habe. Immer wieder dieselbe Leier. War doch klar, dass das Ärger gibt. Wenn. Verlass dich auf jemanden, du bist verlassen. Ich höre mit der Liebe raus. Koh-Angar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Balukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Ich höre mit der Liebe raus.
Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Bal-Lukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. So, bevor ihr darüber geht, wird es natürlich wieder interessant. So, hier solltet ihr wirklich in kurzen Abständen speichern.
Mache ich schon mal das Tor auf. So, und das Dungeon hier seht ihr immer im nächsten Part von Gothic Teil 1.